Herzlich willkommen, Leute, auf meinem YouTube-Kanal. Dieser YouTube-Kanal existiert erst seit kurzem. Und jetzt zeige ich euch erstmal ein Replay von meinem besten Kumpel, und zwar Black Eagle. Viel Spaß beim Ansehen, und dann kommt noch ein Live-Kampf und ich zeige dann noch meine Karten und ja. Also heute erstmal eine kleine Einführung und dann sehen wir weiter. Nicht wundern, im Hintergrund läuft. Ah, jetzt ruft noch mein bester Kumpel an. Muss ich leider ablehnen. So, weiter geht's mit dem Video. Und zwar, wir gucken jetzt das Replay erstmal an. Obwohl, zuerst gucken wir uns die Karten an, mein Deck. Und dann geht's in den Live-Kampf. Also ich bin momentan lieber ein, so gesehen, was viele hassen, ein Hüttendeck. Was mich aber im Prinzip eigentlich viel weit, in vielen Situationen eigentlich sehr weit bringt. Die Hütten setze ich meistens auf eine Seite, sehr weit auseinander, dass ein Feuerball halt die beiden nicht trifft. Eine Rakete trifft auch nicht beide Hütten, was eventuell beide Hütten treffen könnte, wären die Pfeile, aber die Pfeile wären halt nicht so gut, weil sie halt nicht so viel Schaden machen wie ein Feuerball oder eine Rakete. Die Pfeile haben kaum halt welche bei,
Daher macht das Spawner-Deck eigentlich sehr viel Spaß. Den Lava-Hund als Tank mit drin und dann kommen die ganzen kleinen Truppen hinterher. Am besten demonstriere ich das Deck mal in einem Live-Kampf jetzt. Und das sind die restlichen Karten, wie ich sie gelevelt habe. Die epischen sind meist, sind fast alle Level 4, sind eigentlich fast alle Level 5. Beziehungsweise der Rest ist Level 4. Die seltenen Karten habe ich schon fast alle auf Level 8 bzw. 7. Und die ganzen gewöhnlichen Karten zwischen 9 und Level 11. Weiß jetzt gar nicht, was ich schon auf Level 11 habe und was nicht. Mir fehlt halt immer wieder das Gold und ja. Gestern habe ich halt eine Magietruhe bekommen, wo ich halt runtergepusht bin. Und ansonsten öffne ich eigentlich immer alle Truhen gleich, beziehungsweise lasse die Zeit ablaufen und öffne die gleich. Die Magientruhen und sowas werde ich jetzt noch ansparen, um dann noch ein schönes Chest-Opening zu machen. Dann gehen wir ab jetzt in den Live-Kampf. Und danach melde ich mich beim nächsten Video wieder. Let's go, let's go.